Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Speedrandale ist wieder angesagt, das schnellste Format auf Rocket Beans TV und automatisch auch beste, damit ja, am meisten ganz klar. Informationen ganz in komprimierter Zeit. Genau, am meisten Qualität und Unterhaltung in möglichst wenig Zeit hier drin. Natürlich meine Weggefährten Sia und Simon heute mit dabei, aber auch Henny Kay, spreche ich richtig aus? Ja, ist so richtig, genau. Ne? Ich muss ja mal, manche Leute können sich ja vielleicht nicht merken. Naja, komm, er sieht aus, er hört sich an wie Heinke. Und der Name auch, also im Grunde sind die beiden eine Person. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das zwei unterschiedliche Menschen sind. Ja, wir haben euch nicht beide gleichzeitig in einem Raum bisher gesehen. Ja. Vielleicht irgendwann mal, schauen wir mal. Oder auf den Streams. Du bist ja schon nicht nur vorher mal bei uns gewesen, sondern gerade in der Session, wo wir heute aufnehmen, hast du uns auch schon einen Speedrun zu Doom gezeigt, genau. Der uns quasi... Das Hirn hat Platz gelassen. Ja. Jetzt machst du noch ein bisschen moderneres Spiel, das ist erst seit ein paar Monaten draußen. Ein Speedrun, den wir auch häufiger mal in anderen Sendungen erwähnt haben, wie es hieß. Jetzt nochmal 30 Sekunden weniger, jetzt nochmal drunter. Ja. Um was geht's? Also es geht um Prey, auch Any% erstmal, wobei ich gleich noch eine andere Kategorie zeigen werde. Und das geht einfach aus dem Grund, weil der Run verdammt kurz ist. Der Run ist ungefähr 7 Minuten lang, also zumindest halt ohne Ladezeiten. Und dieses Spiel ist so... kaputt, broken, wie man es nennen möchte. Es hat innerhalb von 3 Tagen hat die Community dieses Spiel absolut zerstört. Also, das war schon eine Sache. So ein Mob. Für sich. Das Spiel ist unvorbereitet in ein, weiß ich nicht, MMA-Match gegangen oder so. Es ist aber auch wirklich dann interessant zu sehen, gerade bei solchen Games, die dann von der Speedrun-Community richtig dann aufgenommen werden und durchgeballert werden. Wir hatten ja auch den 360 Chrism hier, der Super Mario Odyssey reingebracht hat und hat gleich einen Speedrun nach einer Woche, wo das Spiel draußen war, gleich auf die Beine gestellt, knapp über eine Stunde gewesen. Jetzt interessant, das haben wir natürlich jetzt schon ein paar Monate draußen, da wird es immer noch dann im Detail optimiert. Es gibt noch kleinere Sachen, die optimiert werden, aber der Weltrekord, der bei 6 Minuten 59 liegt, von Mr. Seeker sein immer noch, der ist halt schon relativ optimiert. Das sind vielleicht noch 5 Sekunden, die man sparen könnte oder 6 oder irgendwie sowas und im Dreh. Und, ja. Okay. Prey, Arcane Studios, das waren auch die Dishonored-Leute, ja, ne? Genau. Und Dishonored bist ja auch dann der Spezialist dabei. Ja, ich weiß nicht, also ich habe schon mehrere Arcane-Spiele gespeedrunnt, ich weiß nicht. Also, es ist halt so, es gibt immer so einen Witz, Bethesda-Spiele, okay, Bethesda kann man durch jede Wand sowieso durch, weiß man schon, bevor das Spiel rauskommt. Aber es, also der Witz quasi ist einfach, es entwickelt nicht Bethesda, sondern es entwickelt wer anders, aber Bethesda ist der Publisher, also ist es halt irgendwie so. Gucken wir mal, wie hoch ist die Anzahl an durchlässigen Wänden? Wir brauchen mehr durchlässige Wände hier. Genau, und ja, es ist auf jeden Fall sehr lustig, Bethesda-Spiele zu routen und zu speedrunnen. Willst du Simon auch ein bisschen was beibringen, weil der überlegt sich ja immer wieder mal, ne? Ja, nachdem ich gehört habe, wie schnell man durchkommen kann, habe ich damit geliebäugelt, aber wie gesagt, bisher noch keinen Run mehr angeguckt, weil ich befürchte, dass viel mit diesen Klebebällen gearbeitet wird und die waren für mich so eine Pain in the Ass. Da bin ich schon bei normalen Rätseln. Wirklich, du wirst innerlich, du verkrampfst innerlich und als würde dich jemand kitzeln. Du wirst richtig so negativ aufgeregt, wenn du es nicht schaffst und immer wieder auf diese Poller springst. Das hat wirklich, mich macht das wahnsinnig. Ich kann das nicht. Da habe ich keinen Spaß, aber ich gucke gleich bei dir mal. Schau mal zu. Vielleicht finde ich einen, der mir liegt. Genau. Und dann mal gucken. Vielleicht nicht heute, aber schauen wir mal beim nächsten Mal oder so. Ja. Zeit finden, genau. Ja, wir weisen natürlich auch nochmal darauf hin, unser wunderbarer Button jetzt hier, womit wir die Zeit nehmen können. Hast du gut genug zugeschaut, Simon, beim letzten Mal? Ich finde, ehrenhalber sollte es hier als unser Ehrenhalber. Okay, ja. Dann dürft ihr das gerne machen. Ja, also welchen Run zeigst du jetzt zuerst von den beiden? Genau, ich zeige jetzt erst Any% und danach zeige ich Leave the Station. Okay, dann Any%. Du musst sagen, wann du bereit bist. Genau. Sie macht sich bereit zu drücken. Also es geht quasi los, sobald hier die Ladezeit vorbei ist. Und wir laden sie safe. Wir starten in unserem Apartment. Alles ganz entspannt. Normalerweise habe ich es schon ein bisschen vorweggenommen. Wir haben ein großes Intro. Wir leben als Morgan. Morgan New. Jetzt? Kann man starten oder du sagst an? Ich glaube, du musst gleich noch. Jetzt. Genau. So. Wir nehmen erstmal diesen Stuhl. Platzieren so einen Stuhl hier oben. Das habe ich Ihnen schon beim Training gesehen. Das ist natürlich so toll, weil das Spiel einem so viele Möglichkeiten bietet. Und wir sind aus dem Intro. Ja. Es geht direkt los. Er hat nicht mal seinen Begrüßungsmonolog beendet. Und wir sind schon abgehauen. Das wäre was, das Spiel durchzuspielen, bevor der Begrüßungsmonolog vorbei ist. Genau, das Intro geht normalerweise, selbst wenn man speedrunnen würde, ungefähr 6 Minuten oder so. Das haben wir halt komplett übersprungen da. Und auch hier gibt es normalerweise so einen, einen Typen, der da auf dem Boden liegt und von diesen Mimics angegriffen wird. Habe ich aber auch übersprungen, indem ich rechts auf der Wand quasi hochgeklettert bin. Alles wieder, was die Entwickler sozusagen
vergessen haben, dass ja da oben vielleicht mal jemand hochklettern könnte oder so. Man kommt natürlich nicht sofort hoch, sondern man muss halt spezifisch schon irgendwie an der Wand so ein bisschen rumspringen, dass man hochkommt. Du musst aber dennoch durch die Türen jeweils, weil das Spiel halt, ist ja schon so aufgebaut, dass die einzelnen Areale getrennt sind durch Ladezeiten. Ja. Also ich nehme auch, dass ein Großteil der Zeit wahrscheinlich für Ladezeiten drauf geht. So war es zumindest bei meiner Spielzeit, war auch sehr viel Laden. Also du könntest jetzt nicht einfach in einem Rutsch bis zum Ende fliegen. Du wirst irgendwas in der Art versuchen. Wir sehen gleich, was möglich ist. Aber nein, normalerweise müsste man erstmal halt diese ganzen Keycards sammeln und dass du halt damit nicht aufhältst, das ist mir klar. Ich meine, das spielt man normalerweise seine 40, 50 Stunden. Kann man damit spielen? 30 gehen natürlich auch. Ja, genau. So, jetzt kommt auch der Hauptglitch sozusagen. The Glue Can ist so broken. Wir platzieren hier zwei Blobs. Und das ist nämlich voll schwer. Oh, wie hast du das jetzt gemacht? Ja, ich erkläre es gleich nochmal im Detail. Ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich hier vernünftig lande. Genau. Und das gleiche machen wir jetzt hier nochmal an dieser Stelle. Man muss mit einem bestimmten Abstand zwischeneinander diese Blobs platzieren. Dann hochklettern, wieder rausfallen und nochmal hochklettern. Ah, okay. Jetzt kommen wir hier. Hat nicht ganz geklappt, aber können hier wieder hochklettern. Aha. Und dann einfach nach vorne halten. Nochmal. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt die Blobs halt nicht mit dem richtigen Abstand platziert habe. Das sehen wir gleich. Doch, das befähigt dich also wirklich dann durch Wände dann durchzugehen. Genau, ne? Durch quasi jede Wand, die so aufgebaut ist. Kommst du auf die Art durch? Ja, kommen wir so durch. Ja, dann muss man ja eigentlich nur noch wissen, wo geht's zum Ende? Und genau. Dann, das war, also dieser Speedrun hat sich in 3 Tagen halt entwickelt, aber die Route wurde ungefähr 20 Mal während dieser 3 Tage verändert. Einfach weil die Leute erstmal den Glitch nicht gefunden haben und andere Sachen ausprobiert haben. Das klingt jetzt aber auch wie, also das klingt jetzt schon wie ein Glitch, der eigentlich den Entwicklern nicht hätte entgehen sollen, oder? Weil es ja schon eine Sache ist, die auch beim normalen Klettern sehr leicht passieren kann. Es war denen aber zumindest nicht wichtig genug, dann nochmal patchmäßig was nachzuliefern, ne? Weil das wäre ja, die Gelegenheit wäre ja gewesen da. Die haben es sogar versucht. Sie haben es versucht. Sie haben versucht, haben einen anderen. Noch trauriger, wenn du es versuchst und nicht hinkriegst. Wir haben einen anderen Glitch mit diesen Blobs quasi gefixt, aber der war schon ungefähr so seit 2 Tagen oder 3 Tagen nicht mehr aktuell und dann gab es halt eine neue Version. Ja. Nee, es geht hier alles so Schlag auf Schlag. Hier der nächste Glitch direkt. Hier sind wir in so einer Gravity Zone sozusagen, wo wir nur schweben können. Aber wenn wir an den Rand dran schweben, dann kommen wir wieder in den normalen Modus. Ich bin so oft in irgendwelchen Arealen, dunklen Ecken und so rumgeschwebt. Warum ist mir das nicht mal aus Versehen passiert? Lustigerweise ist mir das sogar beim Casual-Durchspielen passiert. Also ich bin da irgendwie in genau diesem Segment rumgeschwebt und dann auf einmal dachte ich so, Moment, die Gravity hat sich wieder verändert. Was geht jetzt ab? Ich bin einmal doch in der Biosphäre, in diesem Öko-Modul, bin ich einmal irgendwie durch den Boden geglitscht. Das erinnere ich mich. Aber ansonsten... Ja, wir bewegen uns halt in diesem Raumanzug, in dem wir stecken, nur relativ langsam vor. Man sieht rechts unten auch die Zeit oder die Geschwindigkeit, also Meter pro Sekunde. Und es gehen halt immer nur maximal 10 normalerweise, aber wenn wir auf dieses Förderband drauf fliegen, dann können wir kurzzeitig 13 bis 14 erreichen. Das heißt, das nutzen wir hier, weil es keine andere Möglichkeit gibt, hier schneller vorwärts zu kommen. Und ich gucke so ein bisschen nach vorne gebeugt sozusagen. Damit er nicht lädt oder so, ne? Nee, sondern aus dem Grund einfach, damit ich möglichst schnell wieder sozusagen auf das Förderband zurückkomme. Normal müsste man das halt timen und das wäre verdammt schwierig, aber indem ich einfach so runter gucke, da geht das halt, man sieht es 9 und dann sofort wieder auf 13. Jetzt hier muss ich gleich noch aufpassen, oder beziehungsweise nicht aufpassen, da kann man eigentlich nicht wirklich viel machen. Es gibt hier Gegner, die können einen sozusagen verstrahlen. Das passiert hier relativ selten, aber es kann später zum Problem werden, wenn sie einen zu sehr sozusagen hier in diesen Verstrahlungsmodus befördern. Jetzt muss man natürlich auch sagen, du hast ja keinerlei Schutz. Du hast deinen normalen Standard-Schutz und die Energie, aber das Spiel ist ja so ausgelegt, dass man eigentlich stärker wird und erst dann in bestimmte Areale reinkommt und überleben kann. Also du bist jetzt schon sehr exponiert, du bist sehr gefährlich. Verwundbar, genau. Deswegen kann schon manchmal zu Resets führen und später im Spiel, wenn es halt zu viel geworden ist. Da waren auch Roboter am Anfang, die versuchen sozusagen einen zu stunnen, indem sie so einen Elektroschuss machen. Das ist dann sehr unglücklich, aber zum Glück haben sie das hier nicht gemacht. Dann muss man auch sozusagen Quicksave neu laden. So, jetzt können wir hier auch wieder einen Blob platzieren, so ist mal, weil was auch wirklich geht, wenn man unter der Decke hängt und dann gegen die Decke feuert, dann kann man auch durch die Decke. Alter, das ist ja komplett kaputt. Ja, genau. Das sah aber auch tatsächlich nicht allzu schwer aus, oder irre ich mich da? Prey ist ein vergleichsweise einfaches Spiel. Klar ist es sehr optimiert, was den Weltrekord angeht, aber man kann es durchaus relativ leicht auch lernen. Also es geht so ein bisschen darum, wie platziere ich die Blobs und so weiter. Okay. Aber jetzt erstmal, warum ist das Spiel oder der Speedrun überhaupt so kurz, mal davon abgesehen? Ganz einfach, weil, das hat nicht geklappt. Ich muss mal gucken, den Visual Cue, ob ich den so sehe.
Ja, die Entwickler haben nämlich freundlicherweise die Gegenstände out of bounds platziert, die man benötigt, um das Spiel abzuschließen. Natürlich, damit die schnell geladen werden, ne? Genau. Ah, also jetzt kannst du in genau. dem Fall den... Ist es der... Ist es dieser... Der, ist es der... Moment, es gibt eine Code-Card oder so für die Notkapseln, glaube ich. Aber es gibt natürlich auch andere Sache, Varianten. Genau, und es gibt noch andere Varianten. Die sind alle hier glücklicherweise out of bounds. Jetzt muss ich und das ist jetzt aber wahrscheinlich das richtige Ende, nehme ich an, oder? So, das, genau, wir machen ja jetzt... Kleines ja, wobei und es gibt Ende. Zwei richtige Enden. Komme ich gleich nochmal drauf. Okay, damit sind wir drauf. Und jetzt sammeln wir hier jetzt einen Key auf und klettern hier dann quasi gleich wieder inbounds. Das heißt, wir müssen erstmal hier hoch. Das geht eigentlich relativ einfach. Und hier und jetzt springen wir einfach nur und sind dann wieder inbounds. Also weil man klippt da durch die Decke durch. Das ist ja unglaublich. Genau. Aber ja, Entwickler machen das gerne, Gegenstände außerhalb dann hinzupacken. Wenn die in den Level geladen werden, sind sie schon in der Map vorhanden und müssen erst dann in den Speicher geladen werden. Das sind halt so kleine Optimierungen, die man als Entwickler machen kann. Für uns Speedrunner natürlich, wir beschweren uns da nicht. Nee. Genau. Und jetzt können wir auch direkt zum Crafting-Bereich sozusagen hier. Hier ist ein Mimic versteckt. Man muss wissen, dass der da ist, sonst kann er einen nerven. Sammle ich hier noch ein paar Gegenstände auf, weil wir müssen es halt craften, aber wir haben keine Materialien, aber mit diesen Gegenständen reicht das aus. Ich verkaufe jetzt quasi alles bis auf, ich muss mal eben gucken, selber genau das, 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 das und das. Das heißt, nur die notwendigsten behalte ich, die ich noch brauche und recycle die jetzt hier. Das sollte jetzt nämlich genau ungefähr die Menge sein, die wir halt brauchen, um diesen Nullwave-Transmitter zu generieren. Jetzt hier eine kleine Sache. Normalerweise würde man hier sozusagen erstmal 2 Sekunden stehen bleiben, bei dem wir rückwärts laufen, während wir dieses Objekt aufsammeln, können wir uns halt zur Tür bewegen und dann die Tür früh triggern, sozusagen. Alter. Was für ein crazy shit. Ey, die Guts habe ich gehasst. Also die sind wirklich, das sind so die Verbindungs-Service-Tunnel, wenn du so willst, Transporttunnel. Genau. Zwischen den einzelnen Modulen. Du kannst ja in den, von Raum zu Raum kommen durch die Türen, durch diese Guts oder durchs All. Was ganz gut zum Spiel passt, weil es gibt für alle Wege gibt's verschiedene Möglichkeiten, da hinzukommen. Und ich habe die aber gehasst. Genau, deswegen gehen wir die auch nicht normal entlang, sondern wir fallen hier einfach jetzt ganz so runter. Das heißt, wir sind wieder out of bounds. Aber du bist jetzt nicht im All, oder? Weil du hast ja auch dafür noch gar nicht die Schwebedüsen und ich glaube, du hast ja gar nicht die richtige Ausrüstung dafür. Genau, aber es ist quasi überall All, wo nichts sonst ist. Aber du stirbst nicht darin. Das ist, glaube ich. Nur wenn ich runterfalle wie gerade, dann sterbe ich. Oh. Aber das kriegen wir hin. Ich habe hier einen Quicksave gemacht. Glücklicherweise, im Gegensatz zu Doom, hat dieses Spiel Quicksaves. Ja. Out of Bounds ist also nicht dann automatisch der All-Zustand. Es ist einfach nur, weil da nichts ist, siehst du den Hintergrund, ne? Den allgemeinen. Ja, genau. Das sollte. Ah, okay. Man muss hier so ein bisschen timen, halt, wann man wieder in dieses Gravitätsfeld reinfällt. Und da muss man auf die Meteranzahl achten. Und wenn da nur irgendwie 10 Meter oder sowas davon abweicht, von dem, was man als Setup so gelernt hat, dann kann es da halt Probleme geben. Deswegen machen wir es jetzt mal ein bisschen früher, sozusagen ein bisschen safe. Genau. So, jetzt muss ich hier trotzdem vorsichtig sein. Ich quicksave hier lieber mal. Wir schweben jetzt hier wieder, weil wir uns das Blaue, was wir da eben gesehen haben, ist halt das Gravitätsfeld. Und das, ist auch halt außerhalb des eigentlich... Ah, da sind wir runtergefallen, ich habe Quicksave gemacht. Außerhalb des Bereiches, wo man halt eigentlich sein kann. Einfach hat irgendwelche entwicklungstechnischen Gründe. So, und hier ist diese Stelle, wo man normalerweise zwischen dem Schwebe- und dem normalen Modus wechselt. Aber die Entwickler haben diese Hitbox für dieses Ding sozusagen auch zu weit gemacht. Und deswegen können wir da an die Unterseite ranschweben und dann in diesen Sog geraten, der uns normalerweise wieder in den normalen Modus reinkatapultiert. Crazy. Ja, das ist... Guts down. Du bist wirklich jetzt schon am Ende. Du baust jetzt das Gerät genau. Und dann musst du nur noch das benutzen. Genau, das ist jetzt auch gleich die einzige Cutscene, die wir sehen. Und das hier ist die Stelle, die ich eben meinte mit der Verstrahlung, weil hier laufen wir quasi wirklich jetzt durch Gegner durch, die einen verstrahlen können. Und unten links sieht man dieses Symbol. Haben sie glücklicherweise hier nicht. Aber wenn das wirklich passiert, dann ist es quasi ein Reset, weil man läuft wie besoffen halt einfach, man torkelt nur noch durch die Gegend rum und es ist halt mega langsam. Genau, das ist auch die einzige Cutscene, die wir sehen. Das heißt, wenn einer von den Zuschauern das Spiel noch nicht gespielt hat, er wird wahrscheinlich trotzdem nicht wirklich viel verstehen. Nee. Ich kann es jedem empfehlen. Ich habe es ja let's played. Entweder ihr spielt selbst oder guckt euch das Let's Play an von mir. Das macht eine Menge Spaß. Spiel. Auf jeden Fall. Und der Speedrun ist auch, dieser Speedrun ist ein verdammt guter Speedrun, mit dem man sozusagen, den man als seinen ersten Speedrun, um reinzukommen, erstmal in das ganze Speedrun-Geschehen. Weil man kann wirklich innerhalb von wenigen Stunden kann man den erlernen ohne Probleme und macht auch Spaß am Anfang. Abwarten. Ob man den wirklich ohne Probleme innerhalb weniger Stunden erlernen kann. Na, Stiftung Idiotentest wird sich darum kümmern.
So, das könnte jetzt ein dafür bisschen... Dafür steht RBTV. Ja. Das könnte jetzt ein bisschen hier dauern, weil es hier einen Visual Cue gibt. Mal gucken, ob ich den hier sehe. Ich glaube, das ist ein bisschen zu weit. Ja, genau. Weil dadurch, dass ich einen Blob da hinschieße an die entsprechende Stelle, kleben wir zwischen diesem Blob und der Wand fest. Und erst dann kann man halt einen Blob wieder schießen, der einen out of bounds befördert. Gucken. Sonst machen wir's, was anderes. Aber ich glaube, der war zu weit oben. Ich glaube, das sieht besser aus. Ja, komm schon, kletter da hoch. Ja! Glücklicherweise ist die Klettermechanik in so einem Spiel sehr fehlertolerant. Man kann halt wirklich auch teilweise diese Blobs noch hochklettern, wenn man eigentlich gar nicht mehr denkt, dass das möglich wäre. Okay. Ja, aber ich empfinde genau das, was dir auch gerade Probleme macht, nämlich das Abspringen von einem Blob und das gleichzeitige Springen an einen anderen. Das ist irgendwie tricky. Ich bin mir nicht sicher, ob die das nicht ein bisschen falsch gemacht haben. Ah ja. Naja, weil es funktioniert halt nicht so, wie es gedacht ist. Aber habt ihr gesehen, wie cool das eigentlich dass die Motorenblätter in dem Moment dann auch stehen bleiben? Ja, das ist schon... Das ist ein tolles Spiel. Komisch eigentlich, dass ihr das nicht gespielt habt, ihr beide. Das ist doch genau auch was für euch. Sehr für dich vielleicht nicht, Gregor, aber für doch, doch, ich spiele das auch ganz gerne. Aber das Zeitinvestment ist erstmal, ne? Bei dem, da müsst ihr die Gelegenheit haben, das auch mal für ein paar Wochen spielen zu können. Ja, stimmt, das Spiel ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, muss ich ehrlich sagen. Hm. Es gibt jetzt einen spezifischen Visual Cue hier. Ich probiere es jetzt mal auf eine andere Art und Weise. Der hier ist schon relativ präzise, den zu treffen. Ich kletter jetzt mal erstmal hier hoch und jetzt muss ich mal gucken. Genau. Okay, das hat so gerade geklappt. Das ist ein altes Setup, aber es funktioniert auch. Wir sind jetzt wieder in Guts, aber jetzt schwimmen wir Guts quasi hoch oder schweben Guts hoch mit unserem Anzug. Und das ist auch wieder möglich, weil wir uns hier gerade am Rand von so einem Gravitätsfeld befinden. Was wir hier halt sehen, diese blauen Sachen sind diese Gravitätsfelder. Und den Inbounds-Teil sieht man quasi fast gar nicht, aber ja. Was ich jetzt hier mache, ist, ich aime quasi an eine bestimmte Stelle. Ich gucke hier, ist gleich so ein Brett, was ich da herschweben sehe. Oh. Wow. Ich glaube, ich bin etwas über das Brett drüber, ist aber nicht schlimm. Ich glaube, ich bin viel zu niedrig. Man will hier zum Ende kommen. Manchmal sieht man dann wieder diesen Inbounds-Teil. Komm schon. Genau. Und wenn wir hier dann an dieser Stelle sind, wir müssen natürlich wieder inbounds, um zu dem sozusagen Level-Exit zu gelangen. Und das machen wir einfach, indem wir hier durchschweben. Also das Spiel erlaubt das einfach. Weißt du, wo Gegner sind und umgehst die gerade? Oder sind hier... Ah, weil hier kommen jetzt zum Beispiel welche. Hier kommen Gegner... Also es gab eine Stelle eben, wo man vom Gegner getroffen werden könnte, selbst wenn man da out of bounds hochschwebt. Ist aber normalerweise nicht das große Problem. Man wird nur 2 Sekunden oder so verlieren. Aber normalerweise versucht man die schon zu vermeiden. Man weiß ungefähr, wo die sind, ja. Leider haben wir halt noch keine Methode gefunden, sozusagen irgendwie ein Physik-Glitch, dass man einfach wesentlich schneller schweben kann und so weiter. Aber vielleicht kommt das irgendwann noch und dann wird der Run nochmal um eine Minute schneller, so 5 Minuten. Ja, jetzt bist du ja schon wieder im Arboretum, genau. Da, wo sich mehr oder weniger alles zusammenfügt. Gibt jetzt auch quasi keine Glitches hier mehr. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist uns zur Brücke sozusagen in dieser Raumstation zu begeben und diese Brücke den Nullwave-Transmitter zu aktivieren. Jetzt gäbe es ja auch noch eine andere Variante, das Spiel zu beenden. Nicht die, die du gleich nachher zeigst, sondern ich meine jetzt die mit der Rettungskapsel. Ja. Zählt die denn offiziell auch als Speedrun? Oder also ist das dann ein Kapselrun? Weil man kann den schon recht früh im Spiel bekommen. Deswegen denke ich mir vielleicht auch im Speedrun früher als schneller als, ich weiß nicht. Lustigerweise zeige ich gleich sogar die Rettungskapsel-Variante. Ach, das ist das, der kurze, okay. Genau, ich zeige die, es gibt noch diese andere Variante, womit man das Spiel regulär durchspielt, was sozusagen ist, ich glaube, was war das, alle zu verschonen oder? Es gibt moralische Entscheidungen, mindestens eine, aber es gibt, glaube ich, mehrere, die am Ende auch einen Unterschied machen. Genau, und man muss dann halt auch ein anderes Item aufsammeln. Das zum Beispiel auch. Genau, so und jetzt Time, Entschuldigung, habe ich ganz vergessen. Oh. Okay. Das war das schon. So schnell kam das. Was habt ihr erwartet? Die Kategorie zeige ich aber nicht. Danke.
Die Kategorie zeige ich nicht, weil die von der Community lustigerweise noch nicht wirklich geroutet wurde. Also es gibt so ein paar Experimente in die Richtung, aber es hat keiner wirklich aktive Runs gemacht, was das angeht. Vielleicht kommt das irgendwann, aber bis jetzt hat halt noch keiner das gemacht. Und, ja. 15 Minuten und 8. 15, da sehen wir es nochmal im Vollbild. Gute nicht Zeit. Schlecht. Mit Ladezeiten, die Ladezeiten dauern halt eine verdammt lange Weile hier bei diesem Spiel. Also, werden die denn dann irgendwie rausgerechnet? Ja, Tools, genau. Wir haben normalerweise, wenn wir wirklich halt Runs machen... Am besten mal jetzt aus dem Spiel raus, damit man das Ende für die Leute, die es nicht kennen, jetzt spoilern. Sie müssen es leider angucken, weil ich noch eine Sache habe, die ich am Ende zeigen will. Also einfach jetzt Bildschirm ausschalten, wer es nicht sehen möchte. Okay, ich wollte nur dem Zuschauer ermöglichen, das Spiel noch zu genießen. Ja. So, da überspringen wir The Credits, weil danach kommt nochmal eine Sequenz. Das heißt, wer wirklich nicht gespoilert werden will, sollte jetzt kurz abschalten. Jetzt muss ich selbst gerade gucken, ob ich das kenne. Nee, lass ruhig an, mach die Augen zu und die Ohren und sag lalala. Doch, das kenne ich. Ja, klar. Genau, und da haben wir noch was Lustiges entwickelt in der Community. Weil es gibt, ich kann mir ein bisschen drüber reden. Jetzt werden aber schon alle gespoilert. Jetzt seid ihr aber zu 100% gespoilert. Es gibt eine lustige Sache, es gibt so ein Meme in der Community. Am Anfang des Spieles kriegt man halt einen Dialog mit Alex Yu, welcher der Gründer von dieser Raumstation oder beziehungsweise die Person, die wir hier rechts sehen. Ja, und auch der eigene Bruder. Genau, der eigene Bruder von Morgan ist. Und am Anfang gibt es einen Dialog, wo er sagt, hey Morgan, so und so, wir sollten uns mal wieder treffen und guten alten Zeiten und so weiter. Und das ist halt so ein Meme, weil es so viele Resets gibt, dass man sagt, hey Morgan, hey Morgan, hey Morgan am Anfang ist. Und da haben wir so ein Emoji-Spam-Meme entwickelt und der wird quasi dann sehr häufig anfangs gespammt, wenn halt jemand resettet am Anfang. Und vielleicht sehen wir da gleich noch irgendwas in die Richtung, schauen wir mal. Das ist hier so der Epilog quasi. Sehr bizarr. Du hast ja all die Missionen erfüllt, obwohl du sie halt natürlich nicht mal angeguckt hast. Genau. Das also, ist auch positiv erfüllt, ja? Ja. Das ist so, das Spiel ist wirklich sehr, eigentlich sollte man das nicht sagen, aber es ist halt wirklich so, das Spiel ist programmiertechnisch hier sehr verwirrt. Es gibt halt gewisse Flags irgendwie, die nie gesetzt wurden und dann ist es so ein Standardfall, der da einfach getriggert wird und ja. Das ist schon sehr amüsant, wenn man das zum ersten Mal dann sieht, wenn man Speedrun. Man wird jetzt nämlich gerade bewertet, die Spielart, das, was man gemacht hat, findet jetzt nochmal Wiederklang in dem, in den Kommentaren hier. Das fand ich eigentlich ganz cool, als ich das erste Mal selber durchgespielt habe. Der Teil davor, das eigentliche Auto, fand ich... Nee, das war voll dumm, ne? Da hat man sich gefragt, das war's jetzt? Ohne Scheiß, dafür habe ich 3 Stunden... Ja. Und dann kommt zum Glück noch dann das Richtige. Dann kam noch ein bisschen was, ja. But we have to make a choice. You can hear us, can't you? Here. I want to show you some memes. What you experienced was a reconstruction based on Morgan's memories. That's nein, nein, jetzt habe ich es versprochen und okay. Ja, ich habe versprochen, dass eigentlich das kommen sollte. Wir sehen hier diese Bildschirme und normalerweise wir haben so einen Patcher, der auf diese Bildschirme dann diesen Meme halt drauf projiziert. Ich weiß nicht, warum es jetzt nicht geklappt hat. Vielleicht hat das Spiel jetzt gerade wieder die Files irgendwie geupdatet oder sowas. Das ist natürlich schade, aber gut. Aber eigentlich wäre hier jetzt ein Meme aufgetaucht. Kann man sich ja bei deinen anderen Let's Plays zu dem Thema ja mal angucken. Ja, kann man sich da angucken, auf jeden Fall, genau. Ja. Ja. Okay. Cool. Jetzt, jetzt haben die Leute wenigstens das Outro hier mal gesehen. Immerhin. Ja, hat man erst mitbekommen, was man mitbekommen hat. So, dann der andere ist diese kurze Variante, wo du das Escape-Pod verwendest, ne? No? Genau, ja, genau. Das ist auch wirklich sehr bizarr, wie einfach das ist. Mhm. Ja, das ist auch unglaublich verlockend. Also der Timer, ich resette ihn mal. Ja, genau. Lange auf. Ah, ja, genau. Perfekt, okay, ich bin bereit. So. 3, 2, 1, go. Können wir das Ganze hier auch nochmal probieren? Wobei das eben erstaunlich gut beim ersten Mal geklappt hat. Wir wollen halt diesen Stuhl hier platzieren, weil der Stuhl hat auch eine Kollision, die sehr interessant ist. Und ja, damit können wir halt out of bounds. Ich zeige noch gleich eine alte Variante, wie man hier out of bounds in diesem Intro gekommen ist. Am Anfang war es wirklich so, oh Gott, wir müssen jedes Mal jetzt wirklich wieder halt ewig lange spielen, das Intro immer wieder machen und so weiter. Aber zum Glück können wir da halt rausklippen, sonst wäre The Run halt gar nicht so cool, wie er eigentlich ist. Wenn man mal diese 6-7-Minuten-Sequenz immer wiederholen müsste, dann kann ich mir vorstellen, dass der Run nicht so beliebt wäre.
Genau. Der Anfang hier ist sehr ähnlich. Also das, was wir eben gesehen haben. Was ich hier jetzt auch gerade geschafft habe, ist, ich habe keine Hochkletteranimation gehabt. Wenn man in dem Moment, wo man wirklich oben an der Kante klettert, dann die Maus bewegt, dann ist das Spiel so, es überspringt einfach die Animation. Hm. Okay. Was sehr praktisch natürlich ist. Genau. Das machen wir quasi auch nochmal das Gleiche, aber sobald wir gleich im Arboretum sind, unterscheiden sich die Wege. Und das hier sieht vielleicht präzise aus. Es ist auch relativ präzise, man kann es doch relativ gut und schnell auch lernen. Das einzig vielleicht Schwierige hier ist das Runterfallen. Das heißt, das muss man. Die Beine finde ich immer super lustig. Mhm. Muss man mehr üben. Ja. Und ich habe mir schon damals halt beim ersten Mal Trailer angucken von so einem Spiel, habe ich mir schon gedacht, okay, ja. Da sehe ich doch Potenzial. Ja, man kann solche Blobs an Wände schießen und man kann auf diese Blobs sozusagen hochklettern. Da ja, du muss kannst geben. Ein Spiel, was dann so komplex auch ist und so viele Verschachtelungen hat, was die Areale angeht und solche Features, jetzt kannst du auch schwer sicher machen, ja. Oder? Das kann man nicht absichern gegen Hacker oder Speedrunner. Ja, das ist schwierig. Lade jetzt nochmal neu, weil ich glaube, da muss ich nach vorne drücken, weil das war jetzt, die waren glaube ich nicht so gut platziert. Und das ist das Schöne am Quick Save, man kann es halt einfach nochmal laden und muss nicht erst seit dem letzten Checkpoint wieder alles wiederholen. Ja, komm schon. Sollte aber eigentlich. Jetzt müsste er eigentlich. Hat doch eben auch geklappt. Ja. Manchmal ist es so ein bisschen tricky, aber meistens klappt es doch relativ gut. Ich meine, das wäre bei so einem kurzen Run natürlich auch ein sofortiger Reset, wenn es halt nicht klappen würde. Aber. Genau, dann haben wir jetzt... ich meine, es ist ganz schön, jetzt können wir noch mal ein paar Sachen sozusagen erklären, die wir eben noch nicht erklärt haben, weil es gibt einfach sehr wenig Zeit, hier was zu erklären bei so einem kurzen Run. Hier gibt es eine Möglichkeit, dass man von dem Gegner hier rechts einen Boost bekommt. Das ist halt total selten. Hat auch, glaube ich, der Weltrekord nicht. Das wird nochmal so anderthalb Sekunden sparen. Mhm. Aber das ist ungefähr so eine 1 aus 100 Chance. Mhm. Und wer weiß, vielleicht irgendwann ist es so weit, dass man da resetten muss, wenn man den Boost nicht kriegt. Boah, ey. Dann ist es natürlich ein Grind-Fest, wenn man das dann. Ja. So, jetzt wieder der gleiche Clip hier. Der wurde auch schon an verschiedenen Stellen hier gemacht, aber die einfachste Variante und auch die schnellste Variante ist hier oben. Man kann das quasi an jeder Wand hier in diesem Raum machen. Dann habe ich hier so ein Visual Cue, einfach wo ich sozusagen weiß, wo ich ungefähr hin aimen muss. Und dann sind wir bei der Tür, schweben wir dahin. Können die Tür halt von der anderen Seite triggern. Mhm. Jetzt kommt nochmal Guts, das ist so ein bisschen wirklich der, ja, am Anfang ein bisschen nerviger Part, weil es halt einfach so lange dauert. Aber es ist auch relativ entspannt, einfach nur ein bisschen durchschweben. Hier ist es relativ tricky. Wenn ich jetzt Pech habe, werde ich von den Robotern halt gestunt. Das, was ich eben schon erwähnt habe. Nein, okay, wir haben gerade noch Glück gehabt. Man kann das relativ gut manipulieren, aber manchmal, wenn man so ein bisschen Pech hat, dann kann es trotzdem noch passieren. Wenn man hier ganz perfekt diese Boosts erwischt, dann kann man, wenn man mit ungefähr 10,3 Metern pro Sekunde auf das Förderband wieder trifft, bekommt man an dieser Stelle einen Boost, der einen auf über 14 Meter pro Sekunde bringt quasi. Das sind so Kleinigkeiten, die wieder halt eine Sekunde ausmachen, aber bei so einem kurzen Run ist es halt von Relevanz. Mhm. Zumindest wenn man halt Weltrekordversuche macht. Und hier ist einfach nur ein Langschweben. Wir hören die Musik von den Gegnern, dass da Gegner irgendwie sind, aber wir sehen die Gegner gar nicht mehr. Die haben mit uns nichts viel zu tun hier. Genau, jetzt brauche ich auch das Zeug hier links nicht aufsammeln, denn ja, die sozusagen diese Kapsel, mit der wir, mit der es dieses Ende sozusagen gibt, mit der wir hier die Raumstation verlassen können, befindet sich in Arboretum hier. Und vielleicht habt ihr eine Idee, was gleich passieren wird. Also wir haben nämlich hier ja natürlich unsere Glue Cannon und die ist sehr nützlich, um in Wände und Objekte reinzuklippen. Erstmal müssen wir da hier hoch. Gehen wir aber nicht rechts rum, sondern zu der Kapsel. Erstmal hier hochspringen. Ah,
hier hochklettern. Normalerweise soll man, gut, hier könnte man auch noch so als normaler Spieler quasi hochklettern, aber normalerweise soll man wohl gar nicht, ja, hier zu der Kapsel gelangen. Gehe ich zumindest mal von aus. Na, also es gibt schon, es gibt einen Lösungsweg, wo man bei der Kapsel landet und auch ganz normal abhauen kann. Genau. Du meinst aber so früh. Also so früh, ja. Ja klar, das ist ja auch so. Und hier ist die Kapsel, ist natürlich, wir haben den Schlüssel nicht. Müssen wir schon bereit machen mit Time? Ja, so langsam. Ja. Ups. Ja, macht bereit, Simon. Sobald er die Kapsel startet, beginnt eine sehr kurze Endsequenz. Gerade komme ich hier gerade nicht rein. Das Geile ist, alle natürlich versuchen einen die ganze Zeit davon abzubringen und erzählen einem irgendwie, was noch so Wichtiges zu tun ist auf der Station und all die Menschen leben. Mhm. Und die sind alle so richtig schön schockiert, wenn du einmal sagst, was? Macht's gut, ihr Trottel. Fuck you all, genau. Ja, ich glaube, ich habe auch keine. Das war auch mein erstes Ende auf jeden Fall. Also ich habe gerade versucht, da reinzuklippen. Das ist ein relativ präziser Clip. Deswegen muss man ihn nochmal neu laden. Aber ist auch nicht so weit entfernt. Deswegen ist es nicht so schlimm. Deswegen mache ich gleich mal ein Quick Save. Das habe ich nicht gemacht, dooferweise. Was hier auch passieren kann, ist, dass man hier runterfällt. Dann wird man hier unten out of bounds sein. Aber da kann man einfach wieder in bounds quasi dann gehen. Das ist auch nicht das Ende der Welt. So, jetzt gehen wir nochmal hier hoch. Zwischendurch ein paar Quicksaves. Das ist das Schöne an diesem Spiel. Ja, bei Doom muss man immer den Checkpoint halt resetten und hier können wir einfach immer neu laden dann. Genau. Jetzt platzieren wir hier einen Blob wieder. Und wir sind in der Kapsel drin. Wir können noch nicht timen, Sekunde. Wenn das gleich zu Ende ist. Got the launch key to that escape pod. Of all the ways the test could have changed you, this genau, Ende. Tag. Das ist Prey in 7:43 Minuten, wenn man das als richtiges Ende sehen will. Aber natürlich. Natürlich. Das akzeptieren wir. 7:43. Wobei das Spiel eigentlich relativ deutlich gleich einem zu erkennen gibt, dass es nicht wirklich halt ein richtiges Ende ist. Man sieht hier so ein bisschen auch wieder so Sequenz. Das Ende kann ich mir vorstellen für mich. Das kriegen wir hin. Das machen wir. Macht der Simon. Ist das ein Versprechen? Ja, das ist einfach, das ist kein Problem. Was ist denn die Zeit, die angepeilt ist dann? 20 Minuten. Das sollten wir hinkriegen. Naja, ich weiß es nicht. Ich denke, Vertrauen in dich, das schaffst du. Ja, wenn ich das mit dem Spratzen der Bälle irgendwann lerne, dann glaube ich, kommt man da schnell hin. Genau. Wenn du eine Zeit unter deinem Mermaid ran anpeilst, ja, dann. Nicht. Was war denn der Mermaid 11 war oder das? Ja, 11. Ich glaube sogar weniger, drunter, oder? Nicht sogar unter? War das nicht unter 10? Ja, wie du siehst hier, bin Profi. Ja, offensichtlich habe ich schon mal den anderen. Ich glaube, ich habe es damals halt gesehen auch und ich fand es echt cool, weil es einfach ein cooles Spiel auch ist. Ja. Er hat es mir empfohlen, weil das ist das einfachste, kindischste, leichteste Spiel. Aber ich finde es trotzdem ein cooles 2D-Spiel, also, was das angeht. Fand ich auch. Ja, hier sieht man jetzt auch noch No Life Signs, quasi der Game Over Screen. Und deswegen sagen viele, es ist halt kein echtes Ende. Ja, kann man auch verstehen. Ach komm, haben wir einen Abspann gesehen. Genau, das ist doch wunderbar. Genau, das war jetzt Leave the Station, ist halt eher so eine Meme-Kategorie. Es gibt halt schon ein paar Leute, die haben da schon Runs gemacht und der ist auch relativ optimiert. Also ich glaube, hier könnte man noch 2 Sekunden ungefähr sparen. Mhm. Aber es ist halt eher ein Meme. Jetzt würde ich noch mal, wenn wir ein bisschen Zeit haben, so 10 Minuten, würde ich halt noch ein paar Glitches zeigen. Ja, gerne. Ich muss mal eben, ich habe mir eine Liste aufgeschrieben, weil es doch ein paar sind. Glitchliste, die Gliste. Die Gliste. Genau. Okay, zeigen wir zunächst mal, wie wir früher aus dem Intro rausgekommen sind. So können wir auch einfach wieder das Intro hier laden. Und anstatt jetzt den Stuhl oben auf die Badezimmertür zu werfen und damit out of bounds zu klippen, können wir auch was anderes machen. Mit den Stühlen sogar. Und zwar, erstmal nehmen wir uns hier diese Suit. Normalerweise wird man halt erstmal diese, Rüstung oder was auch immer, diesen Anzug, Raumanzug, aufsammeln. Das war am Anfang vom Speedrun auch so. Und dann ist man halt diesen Weg gegangen. So, hier ist eine Tür. Und falls jemand halt Prey nicht kennt, hier ist es halt am Anfang so, dass man hier so normal lebt und alles ist in Ordnung. Und ja, es ist aber nicht alles so, wie es scheint eben. Da wir jetzt eh schon gespoilert haben. Entschuldigung. Jetzt nehme ich erstmal die beiden Stühle mit und noch eine Box, die hier unten ist. Diese Box hat lustigerweise, hat sehr interessante Physik. So. Und jetzt ist hier ein Aufzug, mit dem man normalerweise zu dem Helikopterflug gelangen würde. Oh Mann. Jetzt, das war aber, dieser Clip hier war relativ nervig, weil
diese Stühle, man kann sie halt nicht platzieren, sondern einfach nur werfen. Und deswegen muss man halt schauen, dass man die irgendwie dahin wirft an die richtige Stelle. Und ja, jetzt muss ich nämlich den Stuhl auch noch auf den anderen drauf werfen. Deswegen war zum Glück, diese Methode nicht mehr verwendet. Hat halt eine Menge Resets. Was wir jetzt machen können, ist, wir stellen uns in die Mitte von dem von diesem Aufzug und springen und gucken nach unten. Und fast geschafft. Ich werde es jetzt nicht nochmal probieren, weil das wirklich ein verdammt harter Clip hier ist. Ich stecke gerade in der Wand fest, aber dadurch, dass wir die Box in unseren Händen gehalten haben, hat uns die Box nochmal dieses kleine letzte bisschen nach oben gepusht. Und es hat jetzt vielleicht noch ein, zwei Pixel gefehlt und dann wären wir hier raus und auch dann in dem Gebiet, wo wir halt mit dem Badezimmer-Clip auch rausgekommen sind. Das ist ein Glitch. Genau. Dann gibt es noch was anderes Lustiges, was ich zeigen kann. Jetzt gehen wir mal mit dem Stuhl hier wieder raus, einfacher. So, und jetzt hatten wir eben die Stelle hier, diese Dekontaminationskammer, wo normalerweise, ich kann es ja mal eben zeigen, normalerweise wird man halt hier hinkommen und es wird verschlossen und dieser Mitarbeiter würde quasi von dem Alien angefallen und stirbt hier, man kommt hier auch nicht raus. Und wir überspringen ja den Trigger. Und wenn man das halt macht, passiert was ziemlich Interessantes, wenn man die Gegner danach dann wieder angreift. Beziehungsweise nicht den Gegner, sondern den... ich hab vergessen, ich muss mir vorher noch eine Brechstange holen. Ja. Da können wir einfach da vorne hin. Da muss eine Brechstange liegen. Und das hier ist übrigens auch der Dialog, den ich eben meinte, dieser Meme-Dialog, der da einfach halt stattfindet. Ja. Alle wollen seinem Erfolg quatschen. My code name is January. You're not dreaming. What happened yesterday was real. If you want to know what's going on, first you need to get out of your apartment building. You're not safe. So, jetzt sind wir hier, jetzt schlagen wir den. Und jetzt fällt er sich sehr interessant. Er läuft halt einfach durch die Gegend, verlässt den Raum hier. Aber als Zombie. Ja, genau, er ist auch blau in seinem Gesicht irgendwie. Und ja, es ist einfach, das Spiel ist überhaupt nicht vorbereitet, dass das passieren kann. Ja, und springt dann zum nächsten. Genau, zum nächsten so ein Verhaltensweise. Ja. Okay, interessant. Und super. Könnte jetzt auch halt noch in seinem Weg stehen und dann läuft er manchmal hier in die Wand rein. Das, der arme Kerl, er weiß überhaupt nicht mehr, was er machen soll. Und wenn er ihm zu nahe kommt, dann teilweise dann. Jetzt bist du auch noch zum Mörder geworden. Nee, der war schon. Oh, da ist er ja. Er lebt noch wieder nicht mehr. Ja. Gut. Okay. Gut. Genau. Und wenn man jetzt hier in den Raum reingehen würde, dann ist das übrigens ein Softlock, weil das ist halt auch nicht so gewollt. Mhm. Genau, das wäre der. Dann kann ich noch eine Sache zeigen. Und da man auch nicht, normalerweise ist es ja so, dass man halt einen Helikopterflug am Anfang sieht, der auch sehr cool gestaltet ist, coole Musik hat und so weiter. Man kann natürlich ein bisschen rumspielen, wenn man hier out of bounds geht. Das war auch das, was das Routing von diesem Spiel am Anfang, also das Finden der richtigen Route, so spaßig gemacht hat, weil es einfach so viele Möglichkeiten gab. Genau, wir gehen jetzt hier wieder her, wo wir eben die Brechstange her hatten. Und jetzt gibt es hier diese Helikopter-Szene. Das ist auch hier, ich sag mal jetzt mal eben das... auf die Brechstange. Und wie man hier sieht, ist das halt so ein Glas. Das kriegt man auch nach dem Intro eigentlich mit. Das Glas kann man kaputt machen. Also wenn hier durch, wenn hier durchgeht. Genau. Jetzt sehen wir oben nämlich auch, wir haben das Glas zerschlagen sozusagen. Das ist ja alles nur Fake. Ja, wir sind so in einer Hologrammkabine, die aber auch gleichzeitig teilweise echt ist. Genau. Helikopterflug wird man dann normalerweise machen. Was man jetzt aber machen kann, ist hier, da das Ganze ja sozusagen nur gefaked ist und auch der Helikopter sich natürlich nicht wirklich bewegt, wir können die Szene sozusagen, Szene jetzt ändern, bevor wir den Helikopterflug machen. Dann verändert sich hier das Ganze. Es passiert nicht direkt was mega Spannendes hier, aber es ist einfach mal lustig zu sehen, dass der sozusagen, dass hier das Ganze, wo man halt reingeht, dass das alles in derselben Szene halt stattfindet direkt und wie es sich halt verändert. Wenn man jetzt den Helikopterflug wirklich machen würde, was wir jetzt nicht machen, weil der sehr lange dauert, und dann aus dieser Map rausgeht, beziehungsweise in den nächsten Bereich der Map halt reingeht, dann würde man zum Beispiel, wenn man die Glue Cannon oder eine Pistole aufsammelt, würde das Model der Glue Cannon oder der Pistole verlängert dargestellt werden. Okay. Warum das so ist, keine Ahnung, aber das Spiel kommt halt total durcheinander, wenn die Szene hier wechselt und ja, das ist die Sache. Schauen wir mal, was ich sonst noch so habe.
Das war ein geiler Moment, wo man das wirklich auch mit dem Helikopter rausfindet, weil sie am Anfang wirklich alles tun, um einem zu suggerieren, dass es ein riesiges Areal ist und eine Stadt und wo man sich mal befindet. Also am Ende ist eigentlich eine Jahrmarktsattraktion, genau, wo du drauf bist. Genau, du sitzt in diesem wackelnden und währenddessen werden die Kulissen geändert. Ich bin dein Haus, ich fliege vorbei. Ja, und plötzlich bist du woanders. Es ist schon gut gemacht. Man hätte es aber denken mit den Buchstaben, die da entlang sind in der Welt. Das stimmt, man hätte echt sein. Es ist so ein richtiger Twist halt am Anfang. So, jetzt machen wir gehen in die Lobby. Okay, da ist der Stuhl wieder runtergefallen. Stuhl, der finale Endgegner von diesem Spiel. Ja. Das ist auch dieser Stuhl, verursacht hat die meisten Resets. Das ist ja am Anfang, immerhin. Genau, zum Glück. Das wäre sonst ganz schlimm. Weil ich hier übrigens auch wieder mache mit der Maus bewegen, ist genau das, was ich eben erwähnt. Ja, wir können hier auch. Ja, warum auch nicht? Weil ich eben erwähnt hatte, dass man diese Kletteranimation hier überspringt. Okay. Genau, so. Und was wir jetzt machen, wir gehen in die Lobby. Im Idealfall will man hier auch zwischendurch sozusagen sliden, weil das verbraucht keine Ausdauer. Das habe ich eben zweimal vergessen, aber wenn man das halt macht, dann hat man nicht diese Ausdauerregeneration gleich. Ich habe es mir damals zur Aufgabe gemacht, alle Tassen, die ich finde im Spiel, zu zerstören. Und es waren verdammt viele. Es gab leider keine Achievement oder so, aber es müssen Hunderte gewesen sein. Vielleicht hast du einen übersehen und deshalb war es kein Achievement. Es gab eine Gegend, glaube ich, irgendwie Labore oder sowas, wo es, glaube ich, Zettel auf den ganzen Gegenständen gab, weil dann damit halt sichergestellt werden sollte, dass keine Mimics sind. Ja, das hat ganz viele von diesen, sage ich mal, location-basierten Stories, die sich dann nur entwickeln, wenn du die Texte und die E-Mails liest. Ja, und da ist jemand halt verrückt geworden, hat wirklich überall was draufgeschrieben. Und trotzdem findest du dann eben noch welche. Ja, genau. Ja. Also es ist echt, die Mimics sind an sich eine geile Idee. Der Zettel war der Mimic. Wisst ihr, ob es da ein Achievement gab für die Zettel? Weil ich hatte, glaube ich, versucht, alle Zettel sozusagen auch zu finden oder zu entfernen oder irgendwie sowas. Also ich habe sie mir alle angeguckt und alle angeklickt. Ich glaube, ich habe nichts bekommen, aber ich habe sicher auch was vergessen. Aber ja. So, was ich jetzt noch zeigen will hier, ist sozusagen die alte Methode, wie man überhaupt sozusagen Guts hochkommt, beziehungsweise wie man zum Arboretum kommt. Es war halt damals nicht alles bekannt, dass man halt da unten reinklippen konnte. Stattdessen ist man hier lang gegangen. Diesen Glue-Clip gab es aber schon im Allgemeinen. Aber man hat erstmal hier rausgefunden, okay, wir können jetzt hier hochklettern. Jetzt können wir hier drauf klettern und hier drauf. Das ist, glaube ich, soweit sogar alles noch gewollt. Ja. Aber wenn man dann, Quick Save, wenn man dann einen Block richtig platziert und dann halt entsprechend springt an der Stelle, dann ist man auch wieder out of bounds. Und jetzt diese Gegend ist halt wirklich ein Spielplatz. Am Anfang, das war absolut genial, wie man hier rum experimentiert hat, einfach die schnellste Route zu finden. Das ist auch wirklich eine der spaßigsten Sachen, das Routing von neuen Spielen. Kann ich nur empfehlen. Das ist einfach mal für irgendein Spiel, was noch nie jemand gespeedrun hat, gibt es halt einige wenige Spiele noch. Und dann einfach mal selber probieren, solche Glitches zu finden und so schnell wie möglich durchzukommen. Und es macht echt Spaß. Genau, und dann ist man hier lang. Das ist alles noch nicht so spektakulär. Aber was das Nervige dann war, Moment. Klettern wir hier hoch, genau. Na, komm schon. Ja, genau, hier kommt man her. So. Jetzt müssen wir noch einmal, genau, wir müssen, ich glaube, hier hoch. Genau, und hier hochklettern, das ginge auch noch. Wie gesagt, das wäre halt ein bisschen klettern, so nicht so toll, aber wäre alles noch verkraftbar. Aber wenn wir gleich da oben sind, dann werden wir was sehen. Und jetzt siehst du, sehe ich auch das, was du halt meinst, eben mit dem Klettern. Manchmal kann das halt ein bisschen nervig sein. Da bin ich jetzt, ich glaube, ich bin inbounds geklippt, aber ich habe quick saved. Genau, so sind wir wieder hier. Ein bisschen näher die Blobs. Ja, komm schon. Thank you.
Das ist schon ein bisschen Kletterei, das könnte man schon als nervig ansehen, aber sobald wir da oben sind, kommt der wahre Horror, Kletterhorror. Mhm. Und den werde ich auch nicht machen, aber ich will es euch nur mal zeigen, was sozusagen die Route war. Ich glaube, mit der Route war auch einer der Speedruns, die ich dann geschaut habe damals. Ja. Das war halt so eine der ersten Routen. Aber trotzdem schon interessant einfach. Auf jeden Fall. Oh, genau so habe ich mir den auch eigentlich erwartet, den Speedrun, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist eigentlich so ein hohes Gebäude und dann irgendwie hier da drüber, da nochmal hoch. So, und jetzt sehen wir hier diese untexturierte Wand. Oh. Und die ursprüngliche Route war, weil wir halt einfach ganz hoch müssen, hier diese Dinger zu platzieren, dann draufklettern, den nächsten zu platzieren. Das ist die ganze Zeit. Und das hat im Speedrun ungefähr 3 bis 4 Minuten oder sogar noch ein bisschen mehr gedauert. Das heißt, das war einfach 3 bis 4 Minuten einfach nur stupides Platzieren. Und wenn man irgendwo einen Fehler gemacht hat, weil man ein bisschen zu weit oben oder zu weit unten und abgerutscht ist, dann war es halt ein Reset. Sehr nervig, aber zum Glück ist das halt nicht mehr so. So, Arboretum gibt es noch eine kleine Sache, die ich noch zeigen will. Und dann sind wir auch schon fast durch. Zwar, das ist auch der Glitch, den viele sogar Casual-Spieler gefunden haben. Das sogenannte Duping. Halt einfach Duplizieren von Gegenständen. Das dann auch lustigerweise mit dem ersten Patch auch direkt rausgepatcht wurde. Aber im ersten Patch, auf dem ich hoffentlich bin. Ich hoffe. Das kann ich leider jetzt noch nicht hier. Obwohl, Moment, eigentlich brauche ich gar nicht. Auch gar nichts anderes aufsammeln. Ja, wir können hier einfach ein paar Gegenstände looten, die dann kaufen, beziehungsweise wir können einfach mal hier erstmal, okay, machen wir erstmal alle auf einmal. Und, so. Jetzt bekommen wir ja immer so recycelten Materialien. Was man jetzt machen kann, wenn es funktioniert, ich hoffe es funktioniert mit dieser Version, wir nehmen einen so einen Stack, platzieren den rechts. Splitten den auf, platzieren beide da drin und jetzt gibt uns das Spiel mehr Ressourcen sozusagen zurück, als dass wir reingesteckt haben. Das waren jetzt ungefähr 2. Mal gucken, was rauskommt. Hoffentlich, wenn es der richtige Patch ist. Ich glaube, wir haben irgendwas Problem mit diesem Mimic, aber sind das 0,95? Ja, genau. Es sind nämlich jetzt 3. Also wir haben ungefähr 50% dazu bekommen. Und das war, am Anfang wurde es im Speedrun halt auch benutzt, war aber ja, eben nicht sonderlich konsistent. Genau. Ja, nice. Eine Sache gibt's noch, die letzte Sache, aber es kann sein, dass sie nicht funktioniert. Ich schaue nur mal eben, wenn sie funktioniert, ist sehr cool. Wenn nicht, dann erkläre ich es kurz, aber dann sind wir auch schon durch. Genau, Lobby können wir gehen. Nämlich die erste Sache wirklich, die gefunden wurde, um zu gewisse Areale und so weiter zu überspringen, war... Wir haben Recycling-Granaten aufgesammelt und mit denen dann etwas Spezielles gemacht. Wir haben eine spezielle Sache recycelt und ich schau mal, ob wir es hinkriegen. Ich muss jetzt nur erstmal gucken, ob ich hier eine Recycling-Granate finde. Ich weiß, dass eine hier in dem Areal ist. Schau mal. Ich glaube, da drüben müsste eigentlich eine drin sein. Irgendwo hier, glaube ich. Use Cigar. Immer so nervigen Mimics, die irgendwo hier rumlaufen. Beziehungsweise nicht Mimics, sondern... Ach, den Namen schon wieder ganz vergessen. Oh, das Ding kann man auch als Waffe benutzen. Ja, man kann damit Gegner stunnen. Ich bin gerade nicht sicher, ob hier eine ist. Machen wir ein bisschen Musik an. War das ein Recycle? Nein, das war auch nur ein Zigarre. Wenn ich es jetzt... da vielleicht. Wenn ich es hier nicht gleich finde, dann erkläre ich es einfach. Ich weiß nämlich leider nicht, wo genau hier Recycling-Granaten sind. Sind die nicht sogar hier in den Pulten da irgendwo, da genau, da wo die Waffen auch alles präsentiert werden? Ist da nicht vielleicht was da drin? Oh, das kann ich mehr. Ja, da ist nur der Neuromod. Genau. Vielleicht ist es da. Na, schauen wir doch nicht. Ich glaube, die sind nicht hier. Okay, dann erkläre ich es halt einfach. Ich gehe mal zu einer Stelle, wo man es halt benutzt hätte. Was man dann normalerweise gemacht hätte, wäre... Oh, ich glaube, jetzt könnte ich sogar sterben hier. Ich suche mal eine verschlossene Tür. Müsste hier drin, glaube ich, irgendwo eine sein. Ich glaube, hier war eine. Ja, hier rechts ist eine. Ja, kann man hier so rein... Ja, hier ist eine. Ich weiß nicht, ob es mit dieser Tür funktioniert, aber auf jeden Fall mit der da vorne. Wenn ich da ganz viele Blobs dran platziert hätte... und dann die Recycling-Granate benutzt hätte,
dann würden diese Blobs zusammen mit der Tür in die Recyclinggranate reingezogen. Das heißt, aus irgendeinem Grund ist diese Tür als Objekt irgendwie dann verknüpft mit den Blobs und wird auch recycelt. Und das war halt dann die erste Methode, mit der man wirklich dann so durch Areale durchgegangen ist. Sehr coole Sache. Türen weggesaugt. Auch nicht schlecht. Ja. Ja. Wenn es geht. Genau. Und das ist Prey mit all seinen lustigen Sachen, die man machen kann. Wunderbar. Ja. Vielen Dank. Also, sehr gerne. Über Prey weiß ich jetzt alles, was es zu wissen gibt. Ja, du hast den regulären Weg, du hast den irregulären Weg. Und du hast den noch kaputteren Weg. Ja, den leichteren Weg werde ich auf jeden Fall nehmen. Vielleicht beim nächsten Mal kriegen wir hin. Schauen wir mal. Oder du probierst es selber einfach mal, ob du es hinkriegst. Ja, werde ich machen. Also es ist wirklich ein relativ leicht zu erlernender Run. Also wenn das einer aus der Community auch machen möchte, es gibt Tutorials, die wir haben. Einfach mal auf speedrun.com/Prey2016, glaube ich, gehen. Oder einfach mal da suchen, wer es halt nicht findet. Und da gibt es in der Guide-Sektion gibt es mehrere Tutorials, die verlinkt sind. Es ist wirklich ein sehr leicht zu erlernendes Spiel. Kann ich nur empfehlen. Macht auch Spaß. So, sehr leicht hört sich immer sehr gut an. wir können noch mal auf deinen Twitch-Kanal verweisen. Ja, gerne. Bitte. twitch.tv/HennyK, HennyK. Und ja, da mache ich auch öfter Speedruns, sowohl von Prey, Doom, Dishonored, alles Mögliche, was es so gibt an Bethesda-Spielen. Aber jetzt gerade übst du Doom und Prey? Oder ist da noch was weiteres, wo man dich finden kann? Ich bin aktuell hauptsächlich mit Doom beschäftigt, weil ich meine Zeit näher an den Weltrekord halt bringen möchte. Im Moment sind halt 3 Minuten jetzt, weil wir, wie wir letztens schon gesagt hatten, es gab halt einen neuen Weltrekord vor kurzem. Mhm. Ist noch Potenzial bei meiner PB nach oben. Und deswegen, da bin ich im Moment am Grinden. Ist auch das Spiel, was am technischsten ist, was mir aber auch am meisten Spaß macht. Eben dadurch, weil man halt sehr viel üben muss und sehr präzise und so weiter. Okay. Ja, haben wir gesehen, ein sehr, sehr aufwendiges Ding. Du bist natürlich immer herzlich eingeladen, ne? Ja. Wenn du dann auch mal mehr Dishonored und andere Sachen gerne zeigen möchtest, dann können wir uns da mal ein klein bisschen austoben. Ihr da draußen, ihr könnt natürlich auch gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Steht hier unten drauf, speedrandale@rocketbeans.tv. Ich will nochmal kontakt@rocketbeans.tv. Ja, das ist eine andere E-Mail. Wenn ihr euch bewerben möchtet, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Ideen habt, die wir hier machen können, wenn ihr irgendwas mit dem Studio noch anstellen wollt. Ja, die ist immer noch ein bisschen leer, die Wand. Es hat uns keiner was geschickt. Also ist schon ein bisschen eure Schuld. Ne? Also es liegt nicht an uns. Wart erstmal die nächste Folge ab. Und dann ja, aber wir haben den Button hier angeliefert. Das sowas hätte von euch kommen können. Ja, aber kommt auf jeden Fall noch mehr. Und wir haben nicht nur Gäste dann in petto, wie Henny, die dann vorbeikommen, sondern wir werden auch Stuff machen und da können wir sehr gespannt drauf sein. Jo. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.